Hallihallo, ihr Nachtschwimmer da draußen. Hier ist Jack von Jack in the Game. Heute mal wieder mit einem First Impression Video. Wir gucken uns heute mal Pineview Drive an. Ein Horror-Game, was so an sich auf unsere Mausbewegung, also auf unseren Schreckfaktor, reagieren soll. Naja, ich bin leicht tippelig heute, aber ich hätte es trotzdem zu trauen. Also, neues Spiel. Und natürlich, wie bei jedem First Impression Video, gucken wir uns das Spiel mal für 30 Minuten an. Okay. Zwanzig Jahre später. Bei jedem neuen Spieltag gespeichert. Ach stimmt, 30 Tage soll man ja irgendwie da überleben. Jeder Tag schlimmer als der andere. Gefolgt von Halluzinationen, Stimmen, Kratzen, Pochen, Katzen. Tag 1. Okay, mit der Maus bewegen wir uns ein bisschen, okay. Pineview Drive. Sieht putzig aus. Station vom Grundstück hin dazu den passenden Schlüssel. Okay. Ich denke mal, der Schlüssel wird irgendwo im Auto sein. Nein, bitte nicht. Wäre ich ein Schlüssel, wo würde ich mich denn verstecken? Muss ja irgendwo hier sein, der gute Schlüssel. Sag mal, bin ich denn blind? Wow, wir schaffen es ernsthaft am Anfang zu failen. Der Schlüssel bitte sein. Inventar haben wir ja nicht. Ah, Epic Fail FTW. Aber sowas von. Es ist lange her, dass wir gemeinsam hier gewesen sind. Den Erzählungen zufolge hat hier seit Jahren niemand mehr länger als 30 Tage überlebt. Mir bleibt also nicht viel Zeit, wenn ich herausfinden will, was damals mit Linda passiert ist. Okay. Ich sollte zunächst einen Weg in das Haus finden. Das wird nicht schwer sein. Okay. Ah. Okay, gehen wir mal rein. Schlecht. Ich muss versuchen, einen ersten Hinweis zu finden. Das kleine Tipper hier mitbekommen, man soll alle Lichter anmachen erstmal. Da es bei Nacht ehrlich gesagt schrecklich ist. Verschlossen. Auch verschlossen. Ja, mein Schlüssel. Streichhölzer, perfekt. Noch ein Schlüssel. Okay, die ist verschlossen. Die ist auch verschlossen. Die ist offen. Hmm.
Ist hier noch irgendwas? Noch ein Schlüssel, perfekt. Die Schwanstatue, ne? Nee, ist immer noch nicht der richtige. Ah! Mein toller Schlüssel hat auf jeden Fall gepasst. Wir haben bereits alle. Ja, da haben wir noch was. Und auch da machen wir mal ein Licht an hier in der ganzen Bude. Mysteriös. Ich meine, das Geräusch vorhin war ja mehr als. Batterien. Na. Wir brauchen ja zuerst die Taschenlampe. Verschlossen. Gut, okay. Machen wir hier das Licht auf jeden Fall mal an. Ist noch irgendwo noch ein weiterer dieser? Nee. Ja, ja, ganz cool, bleib ganz cool. Cool. Bleib ganz cool, ganz cool. Muss halt aufpassen, dass wir uns nicht zu sehr erschrecken hier. Weil wir sehen oben links, wir haben ein bisschen Leben jetzt verloren durch den tollen Schrecken. Perfekt. Machen wir mal hier das Licht an. Ja. Perfekt, wir haben eine Taschenlampe gefunden. Das ist sehr gut für den Anfang. Melodie. Sehr schön. Gut, die Seite haben wir abgeklärt. Bin ich gerade echt verwirrt. Hier waren die Batterien, genau. Fest verschlossen. Gegangen. Oder? Ganz cool bleiben, ganz cool. Jetzt weißt du nicht, wie du heißt, mein Hauptprotagonist, aber bleib cool. Irgendwo hier versteckt sich ein Schlüssel. Ganz cool bleiben.
Im Grunde genommen recht simpel, das Spiel. Und zwar kann man im Grunde genommen... so gut wie erahnen, wann so ein Geräusch kommt. Stunde ist um, es ist nicht gut. Es ist verdammt schlecht, um ehrlich zu sein. Das liegt nämlich daran. Er hat ja gesagt 30 Tage. Er hat mehr als 30 Tage überlebt. So, jetzt gehen wir mal vom Hauptfaktor aus. Was passiert nach 30 Tagen? Sind wir tot? Das heißt also, wir müssten in den 30 Tagen diesen Fall lösen. Ich habe nur einen Schlüssel, ich weiß nicht, wo er hin soll. Den passenden Schlüssel. Vielleicht ist alles getan, Sherlock Holmes. Seriös. Kann sein, dass ich in ein anderes Gebäude rein muss. Das wäre jetzt die einzige Theorie, die ich hätte. Die Statuen, Statuen. Alles cool. Ist nur ein Weg in den nächsten Raum. Cool. Hallo, Slange. Ganz cool. Ich komme mir vor, als würde ich gerade wirklich ernsthaft mit der Figur reden, ey. Was ist denn da drin für ein Qualm? Also einer Nachbarn ist der gerade Gold. Hey. Okay. Du bist nicht der Raum, den ich suche. Oder der Bereich, den ich suche. Verschlossen. Langsam gehen mir mal gerade die Türen aus. Ja, ja. Das sind meine Eulen, Frederik. Ja, ich hab's. Ich nenne ihn wirklich jetzt Frederik. Ja, Frederik. Wunderschöner Name. Frederik. Frederico. Mysteriös, Mysteriös.
Ja. Alter, ich glaube, ich rede gerade ernsthaft mit der Figur. Ich weiß nicht, wo ich hin soll jetzt. Warum ist es nicht? Irgendwo hier steckt sie ein Schlüssel. Alter, wie spät haben wir denn jetzt? Fast 4 Uhr. Uhr morgens. Angekommen im alten Landhaus. Es macht einen ruhigen Eindruck. Ich erinnere mich. Das habe ich damals geschrieben. Das war eine blöde Frage. Der Raum. Sieht wirklich so vorher aus? Einmal anmachen. Musik hören. Sauber. Und wieder alle Lichter anmachen. Aber es gibt schon mal eine gute Atmosphäre her, muss ich sagen. Das gefällt mir in dem Spiel. Man wirklich dieses beklemmende Gefühl, als wenn man nicht allein im Haus. Irgendwas sagt mir, ganz tief im Innern, dass der Gärtner daran schuld ist. Und frag mich nicht warum. Aber Gärtner machen Ding-Dong. Quatsch. Ich muss mir überlegen, wie kommen wir hier weiter? Eine Notiz haben wir gefunden. So, Ramalaman Ding Dong. Gut. Ah, jetzt. Seht ihr, was ich meine? Vorhin war das nicht so. Vorhin waren keine Batterien hier. Keine Streichhölzer mehr, das ist scheiße. War ja vorhin wirklich in der Katzenstadt? Ich glaube ja weniger, oder?
Hallo. Hallo. Nicht, wie man hier weiterkommt. Ich glaube, das Spiel ist so ein Anti-Jack-Spiel. Ich habe schon dieses leichte Gefühl, dass ich beobachtet werde und so, ne? Aber es gibt mir jetzt nicht wirklich so dieses Gefühl von, oh mein Gott. Ich würde es verstehen, wenn ich einen Massenmörder hier im Raum hätte. Ja, Spiel, ich sagte Massenmörder. Nicht sowas wie Klaviere, die sich plötzlich selbst spielen. Oder... Aber ich komme von hier oben. Der Raum ist cool. Der Raum ist cool. Der Raum ist zu. Also jetzt bin ich gerade echt überrascht. Wo könnte das Geräusch hergekommen sein? Vielleicht doch von unten? Komm raus und zeige dich zu dieser Hund. Christlichen Stunde. Okay. Das ist nicht lustig. Die Box war vorhin nicht offen. Das ist, garantiere ich euch. Die war vorhin nicht offen. Noch ein Schlüssel. Okay. Es gibt nur wenige Türen, die dazu passen. Doch, warte mal. Nein. Es gibt nur noch wenige Türen hier. Hier ist alles koscher. Schlossen. Das ist eine Abstellkammer. Wir hatten einen schönen Tag am Meer. Nachts wurden wir durch Geräusche im Haus wach. Ich konnte aber nichts entdecken. Diese Kiste lässt mir einfach keine Ruhe gerade. Gut. Dritter Tag schon. Irgendwas Neues. Mir tut sie jetzt. Die Kisten gehen immer irgendwann an der Zeit auf. So, diesmal spare ich mir die Batterien, bis ich neue gefunden habe. Okay.
fast vergessen, die goldene Regel. Licht an. Egal was passiert, Licht an. So, das war die hinterste Tür, genau. Ach, richtig, Licht an. Licht, 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 Licht. Danke. Ist nichts. Ein paar Batterien, das ist gut. Alles hier Kokokoscha. Simasaves. Simasaves. Mal Licht hier anmachen. Komisch. Ist das wirklich hier ausgelassen? Na doch, stimmt. Ich bin ja durchgerusht. Bin ja hier durchgerusht. Ich sehe schon, unsere Zeit ist so gut wie am Ende. Ja. Pineview Drive. Was ist Pineview Drive? Das ist auf jeden Fall ein Game der Horror, des Horror-Genres, und das gefällt mir auch sehr. Los. Es ist. Ne? Es ist nicht. Es hat diesen Amnesia-Faktor, nicht diesen gruseligen Faktor, wo man sich fast in die Hosen scheißt. Klar, man fühlt sich jetzt unwohl, weil einige Sachen anders sind dann plötzlich. Und man hat diese Geräusche und immer wieder diese Musikeinlagen, aber es haut mich nicht vom Hocker. Und ich glaube, dazu werde ich auch kein Let's Play machen. Aber für jeden, der nachts so wie ich, um 2 Uhr morgens noch was aufnehmen will oder einfach nur Angst haben will, mit einem leichten Schauern, einem Gänsehaut, einem Nacken, dem kann ich auf jeden Fall das Game empfehlen. Es ist ein gutes Gelegenheitsspiel, aber es ist garantiert nicht wirklich der Wow-Faktor im heutigen Horror-Genre. Ja. Na okay. Wieder im nächsten Let's Play, Gameplay oder was weiß ich. Auf jeden Fall auch beim nächsten
neuem Projekt, nach Doom 3. Ich weiß, dass die Parts ein bisschen gerade leicht verwirrend waren. Keine Sorge, ich habe alles unter Kontrolle. Und bis dahin, haut da rein. Euer Jack.